Liebe von hier ist euer Steinballen. Wir benötigen nur noch ein Artefaktfragment. Dann haben wir, glaube ich, die drei zusammen, die wir brauchen. Dann können wir den Windlichtkönig hoffentlich schwächen und endlich dieses ganze Desaster hier beenden. Diese Zusammenführung unseres Königreichs mit der Ersten Welt oder das Verschwinden unseres Königreichs. Wie auch immer. Wir haben uns entschieden, jetzt hier erstmal in diesen Bereich zu gehen. Der scheint mir so ein bisschen abgetrennt zu sein. Und danach arbeiten wir uns hier vor. Vielleicht finden wir hier schon das gesuchte Objekt. Ich bin gespannt. Gucken wir mal, auf wen wir hier treffen. Wir treffen auf urzeitliche Eulenbären, die eigentlich nicht so problematisch sein sollten. Mit denen sind wir bisher immer ganz... Nein! Was ist denn hier? Hey, Durchlaucht, seht mal hier. Hier liegt so viel nützliches Zeug. Wer ist denn das? Ich kann das... Es ist so dunkel, Leute. Ist es bei euch auch so dunkel? Natürlich ist es bei euch auch so dunkel. Was war das? Wer hat da gesprochen? Archiros Insmort. Wer ist denn bitte Archiros Insmort? Muss ich den kennen? Das macht mich jetzt ein bisschen nervös. Keine Ahnung, was er meint. Vielleicht hat er da irgendwie besonderen Loot. Ist der, gehört er zu uns? Kennen wir den? Gott, wir haben so viel Untertanen. Es ist schwer, alle jetzt noch persönlich zu kennen. Das Schicksal eines mächtigen Königs eben. Valerie geht mal hier hin. Der Rest kämpft da vorne. Okay. Eulenbären sind nach wie vor kein Problem. So, was hat er jetzt gemeint? Wer hat da mit uns gesprochen? Was ist das für ein Typ? Wie kommen wir dort hoch? Hier offensichtlich. Oder wir können hier was durchsuchen. Ne, wir kommen auf diese Art und Weise da hoch. Vielleicht ist es auch nur ein Trick. Hendrik Archiros Insmort. Ach, das sind... Ah, die gehört Flora Nuski. An die erinnere ich mich. Das war doch diese Banditentruppe, oder? Gehörte Archiros da auch zu? Ich kann kaum glauben, dass sich unsere Festung hier irgendwo in der Nähe befand. Die Flussklingen stehen euch zu Diensten, Durchlaucht. Genau, das waren sie. Okay, an den Namen konnte ich mich nicht erinnern. An Flora sage ich, aber sie heißt eigentlich Ilora. Immer schwer zu nehmen, diese ersten lesen diese ersten Buchstaben. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier noch ein mächtiges metamagisches Zauberzepter. Schnell zaubern, das haben wir, glaube ich, schon. Ist sehr wertvoll. Und einen plus 5 Schutzring. Beides brauchen wir, glaube ich, nicht, meines Erachtens. Wir haben so viele coole Zepter. Ich meinte, schnell zaubern für Waylon wäre das auch was. Aber er hat halt diese Pfeile, die auch ganz gut sind. Die wir dann auch mal aktivieren können, wenn es wieder soweit ist. Und hat halt noch andere Zepter, ne? Feurige Rache. Ich meinte, Todesschutz brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Vielleicht können wir das mal austauschen. Beziehungsweise das brauchen wir nur für die Buff-Phase. Da können wir das vielleicht auch anders nutzen. Okay, nehmen wir das mal. Und aktivieren das dann, wenn es schnell gehen soll. Legen das ihm hier rein. Gut. Ja, mehr ist also hier nicht. Kein Artefaktfragment, wie ich erhofft hatte. Aber das werden wir schon noch finden. Wir klettern hier wieder das Seil hinunter. Prüfen nochmal die Ecken, die wir noch nicht gecheckt haben. Hier zum Beispiel ist noch was. Eine nette Rüstung. Ritterrüstung plus 5. Brauchen wir auch nicht. Da haben wir spezialisiertere, bessere, magischere Rüstung. Ne, hier ist nichts mehr. Okay, dann geht's irgendwie in diesem Bereich, denke ich. So. Ich werde aber jetzt mal zwischenspeichern. Ich denke, wir gehen erstmal hier unten lang. Da liegt noch ein Gegner. Und was haben wir hier? Wieder wilde Jagd, Speer und Bogenschützen. Dann gehen wir wieder auf die drauf, während Nock Nock hier hingeht und unsere Fernkämpfer auch dorthin schießen. Mal gucken, wie viele es sind. Okay, das sind normale Speer. Der geht hinten auf den Hund, von mir aus. Kann er das machen? Knock, knock. Schicken wir mal hier so ein bisschen. Ja. Knock, knock. You're still lighting enemies on fire first. Der Hund haut ab. Was doof ist. Dann lösen wir mal kurz hier Harem. Obwohl.
Ich weiß nicht so richtig. Der wird dann da auch nachlaufen. Das ist auch eine doofe Sache. Okay, unsere Leute gehen jetzt gegen den, aber der soll ruhig den Hund verfolgen. Wir erledigen erst den Bogenschützen. Ja. Und dann den Typen. Okay, den haben wir. Der kommt jetzt hier auf uns zu. Das ist schlecht. Ich hoffe, Ekun kann sich da einigermaßen zur Wehr setzen. So, ihr kommt zurecht. Ja, das klappt gut. Okay. So, Knock Knock hat leider ganz schön viel abbekommen. Aber das war dann auch nur er. Das ist in Ordnung. Ja, achso, Harem hat es auch ein bisschen erwischt. Dann können wir, glaube ich, mal eine Gruppenheilung machen. Ja, auch der Hund hatte was gekriegt. Ah, na los, machen wir nochmal. Und dann sind sie alle wieder oben. Gut. Hier noch was Besonderes dabei? Nein, natürlich nicht. Aber hier hatten wir noch eine Kiste, die wir noch nicht geplündert haben. Muss bloß mal treffen. Hallo? Noch ein Stab. Zauber ausdehnen. Den werden wir aber nicht nutzen. Den finde ich jetzt nicht so mächtig. Hier geht es wieder runter zu irgendeiner besonderen Ecke. Mal gucken, was da zu finden ist. Vielleicht noch ein unangenehmer Kampf, der auf uns wartet. Auf jeden Fall eine Kiste. Ha! Mit 37. Ja, okay, ein unangenehmer Kampf, der auf uns wartet. Rabenritter hinter uns. Genau das, was wir nicht mögen. Versuchen wir mal, unsere Leute hier in Sicherheit zu bringen. Das wird vermutlich das große Chaos jetzt werden. Ah Gott! Wayden kommt nicht weg und kriegt hier einen Gelegenheitstreffer nach dem anderen. Nur Octavia konnte sich retten. Das ist natürlich richtig doof. Hm, der ist jetzt quasi eingeklemmt hier, der Ärmste. Dann sollte man zumindest in die Verteidigungshaltung gehen. Und... Tja. Was und? Gute Frage. Er kommt da jetzt nicht raus aus der Nummer. Dann müssen wir so schnell wie möglich diese blöden Rabenritter besiegen. Versuchen wir mal mit einem kontrollierten Feuerball reinzuhauen. Mhm. Und dann wollen wir mal sehen. Der erste ist schon tot. Das ist schon mal gut. Wie lange Waylon hier durchhält. Okay, der nächste ist auch tot. Ich denke, wir kriegen das hin. Ja, alles klar. Keine so eine dramatische Notsituation. Außer sie haben wieder ihre blöden... Oh nein, Blutrabe ist jetzt auch bei Waylon da und bei Ekun. Okay, wir hatten das Thema Heilung und es war nötig, dass man überhaupt verletzt ist. Ich werde das mal probieren jetzt nochmal, ob Harem das vielleicht jetzt mal ein bisschen erfolgreicher hinbekommt. Also, wir werden nochmal die Heilungszauber hier ausrüsten. Oder einen. In der Hoffnung, dass er es jetzt schafft, das zu heilen. Es gelingt ihm nicht, das zu entfernen. Okay, 11. Der Modifikator ist aber jetzt schwieriger, als er neulich war, kann ich mich erinnern. Also, so kriegen wir das nicht weg. Keep your eyes open. Ich probiere es trotzdem nochmal bei Ekun. Halt. Ach so. Es kann natürlich sein, dass die Schriftrollen eine andere Stufe haben.
Stufe 6 und dass es besser ist, wenn wir diese Heilung anwenden. Das ist auch Stufe 6, aber da, nee, da zählt dann die Stufe des Zauberers, ne? Ich guck mal, ob es einen Unterschied macht. Ich teste es mal. Ich mach mal. So. Tatsächlich. Tatsächlich. Der Modifikator ist 19. Ja, das ist der entscheidende Unterschied. Ob wir das gewissermaßen mit seiner Level-Kompetenz machen oder mit den Schriftrollen. Gut, immerhin bei Ekun haben wir es wegbekommen. Wir müssen dann einfach mal abwarten, bis die anderen wieder Schaden genommen haben. Dann können wir es nochmal probieren. Ich meine, es ist jetzt nicht so akut dramatisch. Aber nervig ist es schon. Wir speichern. Und gehen wieder hoch. Okay, ich würde sagen, wir arbeiten uns hier unten weiter vor. Unsere arme Hauptstadt. Aha, hier geht's weiter. Wir haben Gasper Liacenza hier. Es könnte sein, dass jetzt wieder ein großer Angriff erfolgt und es hier tatsächlich um das letzte Artefaktteil geht. Mal schauen. An die Waffen. Es wird Zeit, sich daran zu erinnern, dass es in Pitax nicht nur um Handel und Gesang geht. Wir haben es mit einem Grinderlackschatten zu tun. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen mehr raushauen. Ich würde sagen, Auflösung, das ist, glaube ich, hier sehr stark in dieser Situation, hoffe ich. Dass er da nicht irgendwelche Immunitäten hat. Gucken wir es mal. Er hat natürlich eine Zauberresistenz, aber wenn das kommt... Oha! 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 Brabbeln. Was bedeutet Brabbeln? Brabbeln bedeutet verwirrt. Ach du Schreck! Wir haben noch mehr davon! Oh mein Gott. Valerie wirft sich auf den Boden. Oh Gott, oh Gott. Und dann auch noch wilde Jagdspeer. Eieiei, das könnte jetzt übel werden. Aber wir machen guten Schaden. Irgendjemand lässt sich nicht beeindrucken von dem Brabbel. Im Zweifel ist das ein Knock-Knock, würde ich mal sagen. Oder Ekun. Oder Ekun. Ekun ist, glaube ich, auch noch nicht... Doch, er ist auch verwirrt. Kann ich nochmal agieren? Naja, gut. Ich hoffe, unsere Nahkämpfer halten da jetzt ordentlich durch. Warte mal, wir müssen jetzt hier ein bisschen krasseres Zeug machen. Wir werden Schutzmantel des Chaos machen, oder? Nee, wir werden Schutzmantel heilige Aura werden. Wir machen das besser. So, noch geht's uns gut. Der erste Grinderlack ist mehr oder minder besiegt. Der zweite steht da hinten. Ah, jetzt kommt er mit seinem Feuerangriff. Aber wir haben ihn. Sehr gut. Okay. Dann, tja. Eigentlich müssten wir uns gegen den anderen Grinderlack jetzt erstmal zur Wehr setzen. Der scheint mir der gefährlichste Gegner zu sein. Die Frage ist... Cannot hide from me. Wir laufen natürlich dann durch die anderen durch, aber ich denke, wir machen das trotzdem. So, können wir jetzt irgendwas tun? Also, wie sieht's aus mit den Fährkämpfern? Du bist immer noch verwirrt, 21 Sekunden. Octavia nicht. Okay. Dann werden wir Feuerbälle machen. Hier rein. Ja. Und Ekun ist noch 14 Sekunden verwirrt. Wir kriegen ein bisschen Schaden. Tja, die wilde Jagdspäher, die konzentrieren sich jetzt auf diesen Darwin. Was ich in Ordnung finde. Octavia, ey, was ist mit der los? Die verbrennt. Aber sie ist jetzt wieder einsatzfähig. Das ist doch schon mal gut. Dann lauf da schnell mal hin. So. Also, ach so, ich sehe gerade Waylon. Der hat immer noch... Nee, Waylon kann ich gar nicht anwählen. Was machst du jetzt?
Die Blitze hast du auch. Ganz vergessen, die sind hier oben, Blitzgewitter. Aber ich glaube, Octavia, was ist denn das hier? Kann ich das nicht wählen? Irgendwie kann ich das nicht korrekt ansteuern. Ich glaube, Octavia hat auch irgendwelche Probleme, die ich jetzt gerade nicht sehe. Zumindest kann ich sie hier nicht. Doch, ich kann sie eigentlich. Warum kann ich das Blitzgewitter nicht... Ach, das ist ein Umkreiseffekt. Ah, jetzt kapiere ich das erst. Das ist gar nicht das, was Wählen hat. Das haben wir noch gar nicht genutzt. Okay, jetzt verstehe ich. Dann gehen wir mal näher und versuchen das mal hervorzurufen. Ah, das trifft... Es wäre schön, wenn das noch mehr dort treffen könnte. Gehen wir mal hier an die Seite. So. Jetzt sind wir natürlich in dem Bereich... Na gut, starten wir das mal, das Blitzgewitter. Mal gucken, ob wir damit Erfolg haben können. Waylon, ist der wieder einsatzfähig? Nein. Okay. Das hat, glaube ich, ganz guten Schaden gemacht, oder? Das hat guten Schaden gemacht. So. Dann machen wir aber mal weiter mit kontrollierten Feuerbällen, die hier noch ein paar mehr Leute treffen. So, und der kann aber jetzt nicht mehr viel haben, oder? Ich sehe es gerade nicht. Okay, der fällt. Gut. Die Grindelax haben wir. Knock-Knock ist leider in größter Gefahr. Da werde ich jetzt mal eine Heilung nehmen und versuchen, Knock-Knock zu helfen. Wir hier hinten machen das ebenso. Und Octavia macht weiter kontrollierte Feuerbälle hier, um möglichst weitere Gegner hinzuschieben. Okay. So, Knock-Knock. Warum? Irgendwie hat das nicht gut funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Harem hat er das nicht gemacht? Er hat es gemacht. Wie gleich hat Knock-Knock nochmal Schaden bekommen. So, jetzt wird es hier ein bisschen diffus. Du machst deinen Feuerball. Können wir den noch ein bisschen besser positionieren? Hier sind ja auch noch so viele. Ah, mach's mal so. Ja, an wen gehen wir jetzt ran hier? Die Bogenschützen wären schon nicht schlecht, wenn wir die als nächstes erledigen. Hier hinten feuern wir dann auch mal auf die. Das passt. Müssen wir uns Sorgen um Knock-Knock machen? Ja, er ist wieder zum Ziel geworden. Schlecht. Sehr schlecht. Dann greif mal hier mit an. Gut, ich meinte, Harren könnte nochmal eine Heilung machen. Ist er abkömmlich? Er müsste sich da rausziehen. Aber das ist ja durchaus denkbar. Mach nochmal eine Heilung, bitte. Einmal nochmal Knock-Knock retten. Ja. Okay. Dann geht jetzt... Geh mal gegen den Bogenschützen, das finde ich gut. Und ihr geht hinten auch gegen den Bogenschützen. Okay, die Heilung... Nee, ich dachte, sie wieder fehlgeschlagen, hat sie aber nicht. Knock-Knock ist jetzt wieder topfit, hervorragend. Okay, damit haben wir die Kontrolle jetzt übernommen. Das kann aufhören. Ich glaube, wir sind in der Nähe... Ja, wir sind in der Nähe des Artefakt-Splitters, des dritten. Das scheint es gewesen zu sein. Puh, der wichtige Kampf hier um diesen dritten Splitter. Okay, wir fokussieren hier nochmal Energie. Beziehungsweise heilen uns. Okay. Ah, ich hatte vergessen, dass ich ja bei Valerie nochmal... Ah, wobei, die Heilung kann ich jetzt eh nicht nutzen, weil ich die aufgebraucht hatte. Insofern hätte ich sie jetzt im Moment gar nicht von dieser komischen... Wie heißt das nochmal? Ist sie davon geheilt worden? Wie ist das denn passiert? Blutrabe heißt es. Nur Waylon ist davon noch betroffen. Vielleicht hat sie irgendwie einen Rettungswurf erfolgreich gemacht. Und ich habe es nicht mitbekommen. Möglich ist es. Wollen wir diese komischen Grindelag noch häuten? Nehmen wir das mal mit.
auch. Und gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Nein, vermutlich nicht. Wir sind interessiert Tiere. Na, na, na. So, jetzt. Sehr gut. Fragmente ab, bitte. Das dritte Fragment. Und ich würde dann sagen, dass wir eigentlich direkt zurückgehen zum Geschichtenerzähler. Der wird uns dann sicher mitteilen können, ob das jetzt genügt. Oh, ein Bogen noch. Hatten wir lange nicht. Plus 5 Kompositbogen. Ist sicher auch nicht besser als der magische Bogen, den unsere Leute haben. Das da hinten. Was ist das? Enttarnt sich nicht als Geheimnis. So, Gasper, was sagst du zu diesem großartigen Kampf? Meine Brüder sind schon lange weg, aber ausgerechnet heute vermisse ich ihren Rat und ihre Unterstützung. Wir haben es geschafft. Darwin, sprechen wir kurz nochmal mit ihm. Und ich dachte schon, meine Beziehungen wären kompliziert. Okay, dann haben wir hier den Weg freigemacht. Das heißt, es bleibt sozusagen jetzt hier nur noch der Weg zum Palast. Aber vorher gehen wir zum Geschichtenerzähler. Und vermutlich werde ich vorher auch noch einmal rasten, damit wir mit voller Kraft vielleicht in den letzten Kampf gehen. Wer weiß. Gut. Ein drittes. Ja, das ist das letzte. Macht euch bereit, durchlaucht. Mit dem dritten Fragment fallen die Barrieren um euer Schloss. Ah, okay. Da gab es Barrieren. Das hat man noch gar nicht gesehen. Der Windlichtkönig wartet und ist bereit, euch Audienz zu gewähren. Das formuliert aber ein bisschen komisch. Der Geschichtenerzähler, steht er vielleicht doch auf der anderen Seite? Das kann ich mir nicht vorstellen. So, auf jeden Fall haben wir das. Haben wir das. Und wir werden nochmal um Ruhe bitten. 3 Stunden sind verstrichen. Ich gucke hier nochmal kurz. Ah ja, der Blutrabe ist da, noch da. Egal. Gut. Wir werden gleich losmarschieren und ich bin echt gespannt, was uns dort erwartet. An der Schwelle zu unserem eigenen Palast. Wie wird der Windlichtkönig auftreten? Was für ein Kampf wird es werden? Haben wir überhaupt eine Chance gegen so einen Gott? Was sind seine Schwächen? Wir werden es erfahren, liebe Leute, in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.